Hallo Kinder, hier ist wieder euer Lesefuchs und jetzt kommt wieder eine tolle Geschichte. Viel Spaß beim Zuschauen! Hallo, mein Name ist Michaela Hanauer und ich bin von den Münchner Lesefüchsen. Und ich lese euch heute eine Geschichte vor und zwar aus dem Buch 222 Geschichten zur guten Nacht von meinen Kolleginnen Anna-Karina Birkenstock, Michaela Rudolf, Steffi Kammermeier und ein bisschen auch von mir. Und eine Geschichte heißt Der Fuchs. Maus, Gespenst und Teddy waren die dicksten Freunde. Jeden Abend trafen sie sich auf der Lichtung im Wald und spielten Verstecken, Fangen und manchmal auch Farbenraten. Und das geht so. Die Maus ist nämlich gerade dran. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist rot, rief sie. Bevor die anderen raten konnten, trat ein Fuchs hinter einem Baum hervor und fragte, was seid ihr denn für eine komische Gesellschaft? Teddy lachte. Wir sind nicht komisch, wir spielen bloß zusammen. Eben, sagte der Fuchs. Ihr könnt nicht zusammenspielen. Wieso nicht? Wunderte sich das Gespenst. Weil eine Maus Mausfreunde braucht, ein Gespenst mit anderen Gespenstern spucken muss und ein Teddy mit Teddys spielt, erklärte der Fuchs. Nachdenklich sahen die drei sich an. Wenn das so ist, murmelte die Maus, dann müssen wir uns wohl neue Freunde suchen? Traurig umarmten sie sich zum Abschied und zogen los, jeder in eine andere Richtung. Sehr bald sah die Maus eine Gruppe Mäuse herumwuseln und rief ihnen zu, »Hallo, hallo, wollt ihr mit mir Verstecken spielen?« Aber die Mäuse hielten kaum inne. Nur eine hob kurz den Kopf und fiepte, keine Zeit, keine Zeit, wir müssen ständig Futter suchen, Futter müssen wir suchen, ja, Futter, Futter, Futter. Dem Gespenst erging es noch schlechter. Auf einer Burg traf es zwar ein paar andere Gespenster, aber die wollten ebenfalls nicht mit ihm spielen. Wir müssen Leute erschrecken. Oh, buh, buh. Und sie schwebten davon. Am schlimmsten traf es Teddy. Er lief lange durch den Wald und über die Wiesen und Straßen, bis er endlich einen anderen Teddy erblickte. Fröhlich rannte er zu ihm und fragte, »Willst du mit mir Verstecken spielen?« Der andere Teddy schüttelte energisch den Kopf. Wie kommst du darauf? Wir Teddys, wir spielen mit Kindern. Mein Kind heißt Luis. Können wir nicht zu dritt spielen? Schlug Teddy vor. Nein, sagte der andere. Such dir lieber ein eigenes Kind. Da lief Teddy, so schnell ihn seine kleinen, dicken Plüschbeine trugen, zurück in den Wald. Dort, ihr könnt es euch denken, warteten bereits Maus und Gespenst und sie schlossen sich glücklich in die Arme. »Ich will keine anderen Freunde«, erklärte Teddy. »Ich auch nicht«, piepste die Maus. »Und ich erst recht nicht«, sagte das Gespenst. In dem Augenblick kam der Fuchs wieder angeschlichen. »Du hast gelogen«, sagte Teddy. Und das Gespenst rief, »Bessere Freunde als Teddy und Maus gibt es auf der ganzen Welt nicht.« Zerknirscht guckte der Fuchs zu Boden. Die Maus fragte ihn, »Wo sind eigentlich deine Fuchsfreunde? Ein Fuchs kann doch bestimmt auch nur mit Füchsen spielen.« räusperte sich der Fuchs. Ich habe
keine Freunde. Weder Füchse noch sonst jemanden. Deswegen war ich so neidisch auf euch. Ich wollte euch auseinanderbringen. Inzwischen tut mir das leid. Ehrlich. Wirklich sehr. Es war wirklich gemein und dumm von dir, brummte Teddy. Genau, schimpfte die Maus. Du hättest uns doch einfach fragen können, ob du mitspielen darfst. Würdet ihr mich denn mitspielen lassen? Flüsterte der Fuchs. Nur wenn du nie wieder versuchst, uns zu trennen, sagte das Gespenst. Das verspreche ich gerne, schwor der Fuchs. Dann rate jetzt, welche Farbe ich meine, bestimmte die Maus. Also, ich sehe was du nicht siehst, und das ist rot. Da musste der Fuchs nicht lange überlegen. Mein Schwanz ist rot, lachte er. Und so wurde aus drei dicken Freunden im Lauf der Zeit sogar vier. Wollt ihr unsere Freunde mal sehen? Dann schaut doch mal die schönen Bilder an. Links der Fuchs und rechts unsere drei Freunde. Dich kann doch bestimmt auch nichts von deinen Freunden trennen, oder? Und wenn ihr gerade nicht zusammen spielen könnt, dann könntest du doch jetzt wenigstens deine Eltern fragen, ob du deinen besten Freund vielleicht anrufen darfst. Und dann könnt ihr auch spielen, ich sehe was du nicht siehst. Ist natürlich ein bisschen schwieriger, aber das klappt schon. Und dann könnt ihr auch beim nächsten Mal wieder zuhören, wenn ich die nächste Geschichte erzähle. Bis dann. Tschüss.